Ja, ich würde sagen, es ist mein erstes Super League-Spiel, das ich für IB machen durfte. Würde ich momentan als mein schönstes Erlebnis bezeichnen. Es war einfach ein Moment, den ich nicht mehr vergessen werde. Und viele, viele schöne Momente kann ich definitiv sagen, dass das bis jetzt ja, der schönste Moment war und wahrscheinlich auch der, wo man für immer wird bleiben wird. Ja, als ich das erste Mal dabei war, wo wir im Cup ausgeschieden sind, leider gegen Buchs. Das war ein sehr, sehr schmerzhafter Moment, das zu miterleben. Und ja, ich hoffe, dass das nicht mehr vorkommt und dass das einmalig wird bleiben. Ich denke, ich bin ein eher ruhiger Spieler. Ich probiere cool zu sein auf dem Feld und von hinten raus zu spielen. Ich sehe mich als Zweikampf stark und probiere der Mannschaft zu helfen, dass wir zu Null spielen. Ich würde sagen, die Boateng-Brüder, Jerome Boateng und Prinz Boateng, habe ich immer ein bisschen aufgeschaut. Sie sind auch beide halb aus Ghana, so wie ich. Vom Spielertyp sind sie auch sehr aggressiv in den Zweikämpfen. Prinz Boateng ist noch eher ein bisschen verrückter Vogel neben dem Platz. Das trifft eher weniger auf mich zu. Aber der Jerome Boateng spielt auch Innenverteidigung, so wie ich. Und ja, darum sehe ich sie ein bisschen als meine Vorbilder. Ich schaue sehr, sehr viele Serien und momentan würde ich eigentlich sagen, ist Peaky Blinders bei mir hoch im Kurs oder die Kurzserie Breaking Bad natürlich, ja. Aber Serien, das passt zu mir. Inception, ich glaube, das ist ein richtig cooler Film und da hat ihr. Wieso nicht? Spezialgericht. Einfache Gemüsepfanne mit allerlei Gemüse drin gekocht. Und wenn du jetzt ein Date hast, wenn du kochen musst, was kochst du denn? Wenn ich ein Date habe, dann schiebe ich eine Pizza im Backofen. meine Musikböckchen, die sind überall mit dabei. Und dann sorge ich bei uns im Zimmer und egal wo wir sind für die Musik. Den ganzen Tag lang mit jemandem Frauen tauschen. Will Smith. Mal schauen, wie sie in diesem Hollywood-Business ist. Witze vom Wolf. Ja, alles. Also, ich bin hier geboren. Das ist mir die schönste Stadt in der Schweiz und bedeutet Heimat für mich.